Die Zeit läuft mir davon. Und wenn ich es mir bis hierhin so anschaue, muss ich sagen, ich bin sehr enttäuscht vom Leben. Ich hatte gehofft, einmal etwas Besonderes zu werden. Parapsychologe zum Beispiel, der mit großen Geistern spricht. Aber Parapsychologen sind heute nur noch damit beschäftigt, Scharlatane zu entlarven. Da stellt sich mir die Frage, warum gibt es eigentlich keine Parapsychologen im Bundeskanzleramt? Ich hatte gehofft, ich könnte ein Heiliger werden, der durch das Auflegen einer heißen Dampfnudel den Lahmen das Augenlicht zurückgibt und die Hungrigen auf dem Marktplatz mit Maultaschen und Moppelkotze speist. Bei Regen im Tower. Aber das mit dem Heiligen konnte nichts werden, denn wie sagte schon Abraham Lincoln, man kann ein Feld nicht düngen, indem man nur durch den Zaun furzt. Ich hatte gehofft, dass mein Vater mir seinen Superheldenanzug überlässt und ich in seine Fußstapfen trete, eine berühmte Comicfigur werde. Aber den Anzug hat er meiner Schwester gegeben und die tourt jetzt darin herum, nennt sich Lady Gaga und ruft mich mal an. Und dabei war ich immer der, der zu Hause gesungen hat. All we hear is Radio Gaga. Ach, MTV. Ich kenne dich noch, da hattest du die besten Musikvideos im Programm. Da bin ich morgens um 6 aufgestanden, um ein Genesis-Video in der Wiederholung anzuschauen. Mit dir habe ich die ersten Tanzschritte verlernt und musikalische Liebesbeziehungen auf VHS aufgezeichnet. Und jetzt gibt's dich nur noch als Bezahlfernsehen. Musiksender spielen keine Musik mehr und taucht dann doch mal ein guter Song auf, wird er von geistesfeindlichen sogenannten Internet-Comedians durch den YouTube-Fleischwolf gedreht. Und ich verdiene mit den Schülerstreichen 1 Million Euro. Also schon wieder. Video killed the radio star. Ja, man merkt, ich bin mit der Musik der 80er aufgewachsen. Da konnte man wenigstens noch mitsingen. Den Jugendlichen heute bleibt hier nur noch DSDs, Popstars und René der Jamba-Maulwurf. Du bist so yummy, 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 bist du fett, fett, fett. Im Winter gibst du Schatten und im Sommer hältst du warm. Und bei jedem Essen kommt der Ton aus deinem Darm. Das habe ich nicht erfunden. Wir leben alle auf derselben Erde, aber in verschiedenen Welten. Zum Beispiel diese Celebrities, deren Leben sich auf Charity-Galas abspielen. Sogenannte Schauspieler, die ein Drehbuch nicht mal dann aufsagen könnten, wenn es ihnen Dustin Hoffman einzeln vorbuchstabieren würde. Und viel schlimmer, It-Girls. Die nur in den seltensten Fällen einen Beruf erlernt haben, die machen aber Karriere und die machen sie im Schlaf ganz nebenbei, also quasi im Beischlaf. Die zeigen dann beim perfekten Promi-Dinner ihren Schuhschrank, dessen Inhalt das Bruttosozialprodukt von Eritrea enthält. Und auf besagten Charity-Galas beißen die alle ins Mikro und zeigen, was für gute Menschen sie sind. Ja, ich finde auch, die brauchen auf jeden Fall gute Schulbildung, gesundes Mittagessen und genug zum Anziehen. Was heute Abend geht's um bedrohte Wale? Ja, 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 auch die brauchen gute Schulbildung, ist doch klar. Und jetzt, meine Damen und Herren, die Betroffenen. Hoffenheitsrede unseres Bundespräsidentenpfarrers und anschließend der Gastauftritt von Roberto Blanco, denn bei allem Elend ein bisschen Spaß muss sein. Und wenn aber eine von Ihnen besoffen in einer Talkshow auftritt, sagen die Heuchler hinterher bei Frauke Ludewig, also nee, das hätten wir nie gedacht. Ich selbst ernähre mich ja nur von links gedrehtem Salat und Molke. Alkohol und Drogen sind in unserer Branche wirklich kein Thema. Aber bitte, ich möchte nichts gegen so eine arme Gestalt wie Jenny Elversagen sagen. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Gehirn von Isaac Newton um nichts mehr leistet als das Gehirn von Jenny Elvers. Seit Newton tot ist. So gesehen stellt sich allerdings die Frage, warum man das Gehirn von Newton in einem Glas Spiritus aufbewahrt und das von Jenny Elvers in einem Kopf. Aber gut, Wissenschaftler sind dumm. Ich habe geglaubt, wir sollten dafür da sein, den Menschen etwas Gutes zu hinterlassen, wenn wir einmal hier gewesen sein werden, um endlich mal Futur 2 in Einsatz zu packen. Ich habe das Leben mal geliebt, aber so ist das mit der Liebe. Erst verliert man sein Herz, dann sein Verstand und am Ende entweder sein Geld oder sein Gesicht. Und wir stehen da und staunen das Leben an, das nur denen passiert, die in Talkshows davon erzählen können. Und ich schweige und schreibe und dieses Schreiben ist doch immer ein Kampf gegen das Verrinnen meines Zeitalters. Wir alle haben einen Deal gemacht mit den Stunden. Und sie werden gewinnen. Das mag unfair sein, aber das ist schon okay. Die Zeit stylt alle Wunden. Es gibt keinen Mengenrabatt auf Tränen und gebrochene Herzen kann man nicht schienen. Was jetzt? Verzweifeln? Aber nein! Die Unterhaltungsindustrie ist am Ende. Das heißt, nie war mehr Anfang als jetzt. Also los, Poeten! Solange wir noch ein bisschen Zeit und Geist übrig haben, auf den noch nichts Watch oder Omega draufgedruckt ist, das ist unsere Chance.
Diese Bühne sei ein Zirkus, voll mit Gehirnakrobaten und Wortschlangenfrauen, mit Herzmuskelmännern und Luftiküssen. Stellt euch einen Traum vor, so groß, dass ihr unsere Wünsche fassen kann. Jeder Text ist eine Selbstentzündung und wir brennen für euch unsere Papierrosen ab. Los, ihr Dichter, geben wir den Leuten, was sie brauchen. Ein schwere Los für die Kramgebeugten, einen Anstattplan für die Verlaufenen, eine Krähmaschine für die Zornigen, Klarsichthüllen für die aus den Augen gegangenen, einen Lachsack, angefüllt mit guten Pointen, einen Segenbogen für die, die an nichts mehr glauben, Musikvideos und Superhelden für all die Erwachsenen, die sich noch getrauen, Kind zu sein, einen Julimorgen für dich, meine Liebste, eine Zeitlupe für die winzigen Augenblicke des Glücks und eine Stoppuhr für die schönsten Momente in unserem Leben. Das wäre er wirklich, der ultimative Zauber. Tick, tick, tick. Danke.